Willkommen zurück. Wir sind bereits bei Teil 3 unserer Betrachtung der Grundstrukturen des Gebietes Steuern. Und hier in dieser Mindmap geht es vor allem um die Begriffe. Also klären wir zunächst mal den Begriff Steuern. Was sind denn Steuern und die Hilfe dafür, die Rechtsgrundlage, finden wir in der im Paragraph 3 der AO, der Abgabenordnung. Man könnte hier wirklich dem mal nachgehen, warum das Abgabenordnung heißt und nicht Gesetz. Ich mache das Fass jetzt hier nicht auf, aber zu gegebener Zeit komme ich da vielleicht mal drauf zurück. Für uns ist das jetzt hier irrelevant. Ja, wir argumentieren jetzt innerhalb dieses Systems und schauen in diesen Paragraph 3 Abgabenordnung. Da ist es, wir sind in der Abgabenordnung, wir sind in Paragraph 3, Steuern, steuerliche Nebenleistung. Und wir sehen hier verschiedene Absätze. Wie weit geht das eigentlich hier? Absatz 4, Absatz 5. Das Entscheidende finden wir im Absatz 1. Steuern sind Geldleistungen. Ja, man kann also nicht irgendwie sagen, wissen Sie, liebes Finanzamt, da habe ich noch ein altes Auto rumstehen, das brauche ich sowieso nicht. Können Sie sicher noch 3.000 Euro für erzielen, nehmen Sie das. Ja, es sind Geldleistungen. Finanzamt will Geld sehen, keine Sachleistung. So, und dann steht direkt im nächsten Teilsatz, was Steuern nicht sind, nämlich nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung. Ja, Steuern sind also nicht Leistung gegen Leistung, so wie man das normalerweise gewohnt ist. Wenn man Handel treibt, wenn man Verträge abschließt, gibt es eine Leistung und eine Gegenleistung. Das, so heißt es hier, ist hier nicht so. Ja, sondern Steuern sind einfach Geldleistungen, die du zu zahlen hast. Und zwar, wenn einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen irgendwas einfällt zur Erzielung von Einnahmen. Ja, darum geht es. Erzielung von Einnahmen, ohne eine Gegenleistung zu erbringen, von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen auferlegt, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Wenn also diesem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen einfällt, dass man demnächst Steuern zahlen muss, wenn man statt zwei Hosen drei hat, ja, dann ist das der Tatbestand, an den man die Leistungspflicht geknüpft hat. Ja, die dritte Hose wird mit besonderer Steuer belegt oder das fünfte Paar Schuhe oder was weiß ich. Dann sind das Steuern zur Erzielung von Einnahmen. Und dann steht da noch, die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. Was sind also Steuern? Steuern sind alles, was dem sogenannten Staat einfällt, um Einnahmen zu erzielen. Steuern sind Leistungen, Geld erhoben für alles, was dem sogenannten Staat einfällt. Das steht hier in Paragraph 3 Absatz 1. Halten wir die Essenz fest. Steuern sind Leistungen ohne Gegenleistungen, die zu erbringen sind für alles, was dem Staat, ich schreibe Staat auch in Gänsefüßchen, ja, dem Staat einfällt. Ich mache aber auch hier das Fass nicht auf. So, das ist Paragraph 3 Abgabenordnung und zwar genau, um genau zu sein, der Absatz 1. So, jetzt haben wir geklärt, was Steuern sind. Jetzt müssen wir noch ein paar weitere Begriffe klären. Da ist zum Beispiel der Begriff der Steuerüberwälzung. Was ist Steuerüberwälzung? Steuerüberwälzung ist die Verlagerung der Steuerlast und zwar legal. Ne? Steuerüberwälzung ist legal, innerhalb des Systems legal. Verlagerung der Steuerlast von einem Wirtschaftssubjekt
Ja, zum Beispiel von einem Unternehmen, das unter ein Unternehmen ist hier ein Wirtschaftsobjekt, von einem Wirtschaftsobjekt auf ein anderes. Ja, auf ein anderes Wirtschaftsobjekt ist hier gemeint. Ne? Man schafft es also, indem man die Steuergesetze genau liest und vielleicht auch ein bisschen am Gesellschaftsrecht schaut und überhaupt sich ein bisschen besser auskennt als die allermeisten, schafft man es, dass nicht Wirtschaftsobjekt A, sondern Wirtschaftsobjekt B die Steuern bezahlen muss. Und das ist sinnvoll, wenn Wirtschaftsobjekt B bessere Bedingungen hat. Ja, deswegen macht man Steuerüberwälzung. So, dann hat das auch das Ziel, diese Steuerüberwälzung macht man ja nicht einfach so, sondern man macht es zum Zwecke der Steuervermeidung. Der Steuervermeidung. Steuervermeidung ist die Verringerung der Steuerlast. Das ist Steuervermeidung. Auch das ist legal. Ja? Steuerüberwälzung ist legal, wenn man es richtig macht, wenn man sich also an die Regeln hält. Ja, die genaue Kenntnis der Gesetze und der Regelungen ermöglichen gewisse Möglichkeiten hier der Steuerüberwälzung. Steuervermeidung ist auch legal, ja, solange man da nicht gewisse Grenzen überschreitet. Also bitte jetzt nicht Steuerüberwälzung und Steuervermeidung als Steuerhinterziehung verstehen. Steuerhinterziehung ist das Illegale. Steuerüberwälzung, Steuervermeidung sollte man tun, damit man nicht zu viel Steuern zahlt. Dann kennen wir den Begriff Steuerträger. Der Steuerträger ist der, die Belastung hat. In den meisten Fällen ist der Steuerträger gleich dem Steuerschuldner. Aber es gibt auch Fälle, wo Steuerträger und Steuerschuldner unterschiedlich sind. Und wenn nach der Umsatzsteuer gefragt wird und der Besonderheit der Umsatzsteuer, dann will man diese Begriffe hier hören. Steuerschuldner ist der die Steuerlast schuldet. Das ist aber nicht unbedingt der Steuerträger. Bei der Umsatzsteuer ist es nicht so. Bei der Einkommensteuer sind Steuerschuldner und Steuerträger identisch. Bei der Umsatzsteuer sind Steuerschuldner und Steuerträger nicht identisch. Beispiel, Sie gehen in den Laden, kaufen irgendwas für 119 Euro. Jetzt bezahlen 119 Euro. Jetzt schuldet der Unternehmer die 19 Euro bei einem Umsatzsteuersatz von 19%. Schuldet der die 19 Euro. Beispiel, Sie gehen in den Laden, kaufen irgendetwas und bezahlen an der Kasse inklusive Umsatzsteuer, die man auch Mehrwertsteuer nennt. Dann haben Sie das bezahlt, Sie sind der Steuerträger, Sie haben die Belastung gehabt. Sie merken das vielleicht gar nicht, dass ein Teil von dem Geld, das Sie bezahlt haben, gar nicht für die Ware ist, die Sie gekauft haben, sondern Steuer ist. Und jetzt schuldet der Unternehmer diesen Anteil von dem, was Sie als Kunde bezahlt haben. Ist der Unternehmer ist Steuerschuldner und Sie, der Sie die Ware gekauft haben, sind der Steuerträger. Ja, also Steuerträger ist der die Belastung hat, der Steuerschuldner, der die Steuern schuldet. So, nehmen wir ein Beispiel, Einkommensteuer, ich kürze ab, Einkommensteuer, Schuldner und Träger identisch. Nehmen wir ein Beispiel Umsatzsteuer, wie gerade schon erwähnt, Umsatzsteuer nennt man auch Mehrwertsteuer, Schuldner und Träger nicht identisch. Der Endkunde ist der Steuerträger, der abführen muss, ist der Unternehmer, der diesen Geldbetrag inklusive Umsatzsteuer entgegengenommen hat.
So, dann haben wir noch Steuergläubiger. Steuergläubiger ist der Gegensatz zum Steuerschuldner. Das heißt, an wen muss der Schuldner bezahlen? Und da gibt es unterschiedliche. Bund, Länder, Gemeinden sind hier Steuergläubiger. So, damit haben wir die wesentlichen Begriffe, also Teil 3 kümmert sich hier vor allem um die Begrifflichkeiten, haben wir wesentliche Begriffe geklärt. Ich will nur eins aufnehmen, nämlich hier Gegensatz von Steuervermeidung, Steuerhinterziehung. Und Steuerhinterziehung ist dann innerhalb des Systems immer argumentiert, das, was man als illegal bezeichnet. Ja, wenn man sich das ganze System anguckt, kommt man vielleicht zu anderen Ergebnissen, aber wenn man innerhalb des Systems argumentiert, dann ist Steuerhinterziehung das Illegale, Steuervermeidung das Legale, Steuerüberwälzung das Legale. Alles Gute, Marius Ibert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.